So, da sind wir wieder zum Sonntag. Sonntagsspielrunde mit Papa und Bastian. Oder Bastian und Papa. Bastian, sag mal hallo. Hallo. Na, hallo, siehst du. Heute Dampflok. Dampflok-Fahrtag. Ich leg mal meine Dampf. Bastians vielfachen Wunsch. Und weil er dem gestern in den Kommentaren so doll recht gegeben habt mit seinen Dampfloks. Musste Papa heute Dampflok auspacken. Ja! Ja, jetzt sieht sie aus wie Dresden 45, weil alle Packungen auf dem Bett liegen. Das liegt daran. Ganz toll. So, und trotzdem haben wir noch nicht so richtig gefunden. Nein. Haben wir erstmal was mit Licht. Mal gucken hier. Wo ist meine Fernbedienung? Hier. Das Licht ein bisschen dimm, das noch fehlt. So. Sieht man das? Ach, das siehst du ja auch nicht mehr. Das sieht irgendwie komisch aus. Auf dem Video. Ein bisschen heller machen. Nee, das wird alles so unscharf, siehst du das? So, mal hier den Zoom. Nee, ich denke mal, so ist am besten. Mit wenigstens ein bisschen Licht. So. Ja, was machen wir da hinten mit dem Silozug? Runternehmen oder? Weil ich keine Dampflok habe, die das schafft, würde ich sagen. Wir können ja mal machen wir Belastungsprobe. Und zwar nehmen wir die hier. BDDB 3510 und probieren mal, wenn ich die hinten reingegleist kriege, ob die das schafft, den Zement-Silo-Zug da wegzuziehen. Also ich muss sagen, da tut sich alles etwas schwer, weil, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon mal erzählt habe, hier noch viele alte Achsen verbaut sind. Tatsächlich, die zieht das Ding an. Gucke. Was ist denn jetzt? Warte mal, lass mich mal hier hinter. Sie müht sich redlich. Die Katze ist auch wieder da. Jawohl. Wo sind die? Da hinten. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Irgendwas stimmt ja noch nicht. Vorläufer ist glaube ich entgleist. Ich brauche mal Licht hier, ich sehe nicht. Ein bisschen mehr Licht machen. So, der Vorläufer ist nicht ganz drin. Was will denn die Katze? Die will gekuschelt werden. Die will gekuschelt werden. Traut sich nicht. Jetzt schon. Warum fährt denn der hier nicht weiter? Eigentlich geht doch das. Ich komme hier ja nicht dazwischen. Ja. Na komm. Aha. Oh je. Ja, und die süße kleine Katze. Ist immer noch nicht drin. Richtig. Und die süße Katze. Ne? Süße Katze? Ja. Keine Ahnung, was sie will, aber ich weiß nicht, ob sie raus will oder hier drinnen bleibt. Ich weiß es auch nicht. Müsst du mal fragen. Vielleicht kriegst du eine Antwort. Was ist da? So, was ist denn jetzt? Jetzt steht die hinten, oder? Katzen. Müssen wir erst mal gucken. So, jetzt müssen wir mal die Lok tauschen. Da unsere alte 35 das nicht so richtig wollte. Da hatte ich mal die Räder brüniert. Deswegen hatte ich ein paar Stromabnahmeprobleme. Da habe ich jetzt mal eine andere. Eine unbehandelte sozusagen. Und die läuft. Die zieht tatsächlich den schweren Silo durch. Schafft die. Mit den alten Haftreifen noch von DDR-Zeiten. Da ist nichts irgendwie umgebaut, aber. Jawohl. Siehst du, so geht das.
schön. Geh mal raus, Katze. Los. Willst du nicht? Das ist eine Nervensäge. Mag ich nicht. Nur in deine Katze. Ach, nee. Nachtbetrieb oder wie? Haha, super. Doppelkreuz war ich gerade ausgefahren. So, jetzt müssen wir uns mal helfend eingreifen hier. So, jetzt muss man tatsächlich den Silozug erstmal runternehmen. Weil das irgendwie nicht hinhaut hier. Den muss ich nachher erstmal neue Achsen verpassen. Ich habe ja einen ganzen Schwung gekauft, habe ich euch ja schon mal gezeigt. Und habe jetzt mal meine 65 von Güthold rausgeholt. Die war lange nicht auf der Anlage und hat sich redlich schwer getan, jetzt hier überhaupt in die Gänge zu kommen. Also das ist, ob man es glaubt oder nicht, einfach nicht gut, wenn das Zeug zu lange hier im Schrank steht. Sollte man doch ab und zu mal rausholen. Übrigens stört euch nicht an dem kleinen Müllhaufen hier vorne. Das sind alles Kupplungen und Puffer und so, naja, was halt so beim Rumgebastler immer mal anfällt. Das wird da ganz unbürokratisch zwischengelagert. Ja, ich glaube, so eine kleine Ecken hat jeder auf der Anlage, oder? Wo mal was rumliegt. Da müssen wir mal ein bisschen was Neues probieren hier. Ein paar andere Perspektiven. Doch nicht schlecht. Beide Schönheiten 24 und 65 10, sind zumindest die ich habe. Die 41 steht bei mir noch auf der Liste, die will ich mir noch holen irgendwann. Mal sehen, momentan kriege ich bei El Riva keine. Ich habe gestern mal geguckt. Ja, naja, das rennt nicht weg. Ich denke mal, die wird es ab und zu mal geben irgendwann. So, jetzt habe ich mal hier den 38 von Rocco vor den Doppelstock zu haben. Und ich kann euch sagen, die hat alle Haftreifen drauf. Ich glaube, die hat 6 Haftreifen auf dem Tender, auf den Tenderachsen. Und die tut sich auch schwer mit dem Doppelstockzug. Es ist sehr, sehr eigenartig. Ich hatte die eigentlich, ich habe die auch ewig nicht drauf gehabt, die eigentlich auch in Erinnerung als ziemlich kräftig. Gerade vorhin noch mal geguckt, Haftreifen sind alle drauf. Aber die müht sich ja redlich. Mit so einem Häppchen Doppelstockzug, also Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob die vielleicht verhärtet sind, die Haftreifen. Wie gesagt, die lag auch ewig im Schrank. Ewig nicht angeguckt, das Ding. Wer weiß, wer weiß. Ist eigentlich eine schöne Lok, aber zieht nix. Leider. Jetzt, was mich bei der so ein bisschen stört, ist der Kieselejektor. Das sieht so doof aus bei dem Ding, finde ich. Das ist meine Meinung. Aber naja. Das muss nichts heißen. Sobald es eine Kurve geht, wo die Reibung eh ein bisschen größer wird, da kackt die ab. Ich weiß nicht, wie es geschoben ist, obwohl das ja eigentlich Nonsens ist. Aber können das ja mal probieren. Nee, das ist genauso. Quält sie sich auch bloß.
Wendet doch mit 38. Aber nicht schlecht. Tja, was machen wir denn da? Auf Verdacht neue Haftreifen drauf machen? Ist auch Quatsch, oder? Woran kann das noch liegen? Da? Ende. Ich schaff das nicht, den hier in Gang zu bringen, richtig. Sobald. Wahnsinn. Sobald da ein kleines bisschen Radius dazukommt. Das ist ein ganz normaler 3-10er hier, also nichts, was unmöglich wäre. Muss ich mir nochmal angucken. Also jetzt habe ich echt gerade gedacht, ich bin im falschen Film. Hole hier meine neue 44er von Rocco raus. Also die, die dieses Jahr kam, ja, der Öler. Stelle die drauf. Kriegt die nicht mal mehr sich selbst vom Fleck geschoben. Geschweige denn irgendeinen Zug bewegt. Da hat das Lokfahrwerk blockiert. Das ist ja eigentlich freilaufend, der Tender schiebt. Und nach näherer Betrachtung hatte sich dort eine Bremssohle verkeilt. Und zwar ist die verrutscht. Also quasi hinter die Radscheibe. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Jetzt muss ich den ganzen Quatsch auseinanderbauen, das Ding richten. Dachte, Mensch, wieso geht denn das nicht? Bis ich gemerkt habe, dass das Lokfahrwerk steht. Jetzt tut sie wieder, wie sie soll. Also das habe ich echt gerade an mir selber gezweifelt. Das habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Funktionierend in den Schrank gepackt und holt sie wieder raus und geht nicht mehr. Aber doch. Geht noch. Da hindert es euch schwer. Da geht es dann um eine Kurve. Wo alles Radius 310. Also so einen richtig, richtig dolle, schweren Zug würde ich der auch nicht zumuten. Glaubt man eigentlich auch nicht, wo? Aber das, die Dinger, die haben alle keine Kraft mehr, ich weiß auch nicht. Also der richtige Oberburner ist das Ding auch nicht. Von der Zugkraft her. Sieht zwar alles geil aus und so, aber ich weiß nicht, was die hier machen heutzutage. Wenn du da irgend so eine BTDB 56 siehst, die würde das Ding da wegziehen, ohne zu zucken. Aber es ist halt Antrieb in der Lok, war, das ist halt immer noch was anderes. Ich bin eh kein Freund von Tenderantrieb. Das Konzept, das erlaubt zwar eine bessere Detaillierung der Lok, aber die Zugkraft, die lässt zu wünschen übrig, meiner Meinung nach. Und das betrifft eigentlich jede. Jede Lok mit angetriebenen Schlepptender, ob das jetzt hier BTDB, ach Quatsch, BTDB, Tillich 01 ist oder ich auch die 52er sind keine Zugwunder, Zugkraftwunder. Da stehen übrigens meine Bagger. Da ist der Grüne. Hat noch keine Scheiben. Sieht aus wie John Deere, ich weiß. Da ist der Gelbe. Auch noch keine Scheiben. Ja, da stehen Zuck und Uas. Auch noch völlig unbehandelt. Dort steht mein Bauwagen. Schon wenigstens schon mal zusammengebaut und lackiert. Da ist der Baum im Weg. Sieht man nicht, ne? Ja. Und mein schönes Flugzeug. Was immer noch dort auf dem Dach steht. Ja, ja. Ich habe übrigens gerade eine 52 gefunden. Lag auch ewig im Schrank. Muss ich doch glatt mal über meinen Innenkreis jagen. Schön in Ruhe. Die hat sie gemütlich. Mal ein bisschen mehr aufdrehen hier. Ach je.
das Pferd. Erstmal. Bastian ist übrigens geflüchtet. Bastian möchte Essen kochen. Bastian wünscht sich heute Fischstäbchen mit Pommes. Ist das nicht ein schönes Mittagessen? Zum vierten Advent. Fischstäbchen. Oh, Fisch. Sprachfehler lässt grüßen. Fisch. Oh, Fisch. Fischstäbchen mit Pommes. Gucken wir jetzt hier wirklich an Stumpfner 52 zu, wie die hier rumkreiselt? Ja. Ihr habt sie wollt? Dampfloks. Also bitte. Dampfloks. Ich weiß übrigens noch nicht, ob ich das Video heute hochlade oder vielleicht irgendwann später. Muss ich mir noch überlegen, weil ich habe ja gestern erst ins hochgeladen. Nicht, dass euch das zu langweilig wird hier. Die wilde Kreisbahnerei. Ich traue mich übrigens nicht mit der 44 hinten durch den Schattenbahnhof. Das traue ich mich erst, wenn ich mal Lust habe, die Anlage wegzurücken von der Wand. Oder halt nach dem Umzug, weil dann komme ich da hinten immer ran. Zumindest wird das dann so konzipiert. So, mal eine ganz andere Optik. So schräg von oben. Naja, wie gesagt, vernünftige Perspektiven hier zu finden für Fahrvideos ist auf der Anlage eh schwierig, weil die so zugebaut ist und auch das rundherum hier sehr zugestellt ist und ich ja nicht überall rankomme. Ausreden über Ausreden oder ich weiß, aber es ist so. Kann es nicht ändern. Immer noch mal, wollen wir noch mal Tag-Nacht simulieren? Moment. Habe ich jetzt mal meine nette Fernbedienung geholt und mein Licht gelöscht? Also das große. Das könnten wir ja hier. Das machen wir ganz aus. Da sieht man ganz galant erstmal ja auch nicht mehr. Ist auch komisch aus. Wo. Jetzt geht der Mond auf. Ich habe blaue Stunde. Das sieht aber fett aus. Das strahlt irgendwie Ruhe aus, kann das sein? Wenn ich jetzt hier zoome, was passiert da? Das hat was. Nachts sind alle Tasten grau, alte Stellwerker Weisheit. Nicht die Katzen, sondern die Tasten. Die Katzen bestimmt auch, also meine nicht. Ich weiß nicht, die kennt ihr schon wieder. Meine Katze ist übrigens jetzt offiziell dämlich. Wenn sie drinnen ist, will sie raus. Wenn sie draußen ist, will sie rein. Kennt ihr das irgendwoher? So, was machen wir jetzt? Rot. Mal Sonnenaufgang simulieren. Geht der Mond unter. Zack, zack. Jetzt rötet der Morgen. Morgenrot, schlecht Wetterdroht. Ne, wie Abendrot, schlecht Wetterdroht. Morgenrot, schön Wetterdroht. Ach, keine Ahnung. Aber ich glaube, war Morgenrot, schön Wetterdroht. Ich glaube, so heißt das. Ist aber nicht schlecht aus so. Ja, diese RGB-LED-Leisten hier, das ist schon geil. Schönes Spielzeug, da kann man schon jede Menge Blödsinn machen mit den Dingern. Hätte auch noch grün, aber das passt überhaupt nicht. Das hat auch was. Das hat irgendwie was von OVO Color. Die alten Filme mit den total verranzten Farben. Nee, also mein Gelb sieht irgendwie am besten aus, oder? Mal hier nochmal gucken. Das kriegt jetzt eigentlich ganz passabel scharf. Die gute Kamera. Ist ja teuer noch das Scheißding, glaube ich. Hätte schön was können, ja. Aber naja. Ist leider nicht immer der Fall.
So, jetzt können wir das ändern. Ne, hallo, hallo. Zack. Und zack, es wird der Tag. Weiß hätte ich noch, so eine Weißstufe. Ist gleich die Kamera aus. Sieht bei dem natürlichsten aus, ne? Wo das so kalt weiß ist. Naja, das ist nicht viel Unterschied. Ja, Leutchen. Ich werde dann erstmal Mittagessen gehen, würde ich sagen. Und ja, falls man sich nochmal hören, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Trinkt schön Kaffee, esst schön Stolle. Bis später.